USA rasseln mit den Säbel in Richtung China und Nordkorea. Die USS Kentucky lief, vollbestückt mit ballistischen Atomraketen, vergangene Woche den südkoreanischen Hafen von Busan an. Es ist die erste Ankunft eines US-amerikanischen Atom-U-Boots an der koreanischen Halbinsel seit dem Jahr 1981. Doch damit nicht genug. Anfang dieser Woche erreichte die USS Annapolis, ein weiteres Atom-U-Boot, die südkoreanische Insel Jeju. Die südkoreanische Marine erklärt die Anwesenheit der US-Atom-U-Boote mit einem gemeinsamen Marinemanöver zum 70. Jahrestag der Beendigung des Koreakriegs. Die Seestreitkräfte beider Länder planen, mit der Ankunft der USS Annapolis die gemeinsame Verteidigungsposition zu stärken und anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bündnisses Austauschmaßnahmen durchzuführen. Schon Ende April bekräftigte US-Präsident Joe Biden die Partnerschaft seines Landes mit Südkorea und kündigte die Verstärkung der Militärallianz an. Our mutual defense treaty is ironclad, and that includes our commitment to extended deterrence, and that includes the nuclear threat and the nuclear deterrent. They're particularly important in the face of DPRK's increased threats. In a blatant violation of US sanctions. Südkorea will mit der Ankunft der US-Atom-U-Boote ein Zeichen der Stärke gegenüber Nordkorea senden, das in den letzten Wochen seine Raketentests intensiviert hat. Der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Soon-nam warnt nun vor einer Eskalation auf der koreanischen Halbinsel, insbesondere durch die US-Atomraketen. 파이어급 전략 핵 잠수함을 부산항 작전기지에 기항시킴으로써 40여 년 만에 처음으로 조선반도 지역에 전략 핵무기를 전개하는 가장 노골적이고 직접적인 핵 위협을 감행하였다. 이는 미국의 대조선 핵 공격 기도와 실행이 가시화 체계화되는 가장 엄중한 단계에 접어들었으며 조선반도에서의 군사적 격돌 국면은 온갖 가상과 추측의 한계선을 넘어 위험한 현실로 대두하였다는 것을 보여주고 있다. Warum treiben die USA die Eskalation voran, genau zum 70. Jahrestag der Beendigung des Koreakrieges? Im Koreakrieg der Jahre 1950 bis 1953 unterstützten die USA die Republik Korea im Süden gegen die von der Sowjetunion und China unterstützte Demokratische Volksrepublik Korea im Norden der Halbinsel. Der dreijährige Stellvertreterkrieg gilt als einer der blutigsten Kriege der Geschichte mit bis zu 3 Millionen Toten. Die USA setzten dabei chemische Kampfmittel ein wie Napalm, mit schrecklichen Folgen für die Zivilbevölkerung. Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Friedensvertrag zwischen beiden Staaten Koreas. Die USA sichern nach wie vor militärisch das ihnen wohlgesonnene Südkorea ab. Für Washington ist die koreanische Halbinsel von großer strategischer Bedeutung zur Eindämmung Chinas. Entsprechend kritisch bewertet Peking die Ankunft US-amerikanischer Atom-U-Boote in Südkorea. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning spricht von einer direkten Bedrohung Chinas. Erneut droht Korea zur Kulisse eines Stellvertreterkonfliktes zu werden. Während US-Atom-U-Boote in Südkorea Marinemanöver abhalten, wird der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu in Nordkorea an den Feierlichkeiten teilnehmen, zum 70. Jahrestag des nordkoreanischen Sieges, wie Pyongyang die Geschichte interpretiert. Das russische Verteidigungsministerium formuliert die Ziele von Shoigus Besuch. Dieser Besuch wird zur Stärkung der militärischen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea beitragen und eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern darstellen. Droht die Situation in Südostasien zu eskalieren? Während die beiden Regierung offenbar Kurs auf eine Konfrontation mit Russland und China setzt, versucht der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger zwischen Washington und Peking zu vermitteln.
Bei seinem Besuch in der chinesischen Hauptstadt traf Kissinger sowohl mit dem chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu als auch mit Chinas Präsidenten Xi Jinping zusammen. Kissinger appellierte in Richtung USA und China, Missverständnisse zu beseitigen und friedlich zu kooperieren. Die Vereinigten Staaten und China sollten Missverständnisse ausräumen, friedlich koexistieren und Konfrontationen vermeiden. Die Geschichte und die Praxis haben immer wieder bewiesen, dass weder die Vereinigten Staaten noch China es sich leisten können, den anderen als Gegner zu behandeln. Was meint ihr? Hat Kissinger recht? Ist eine friedliche Kooperation zwischen den USA und China möglich? Wohin steuert hingegen die beiden Regierungen mit der Entsendung von Atom-U-Booten nach Südkorea und somit mit der Stationierung von US-Atomraketen in unmittelbarer Nähe der Volksrepublik China? Und welche Rolle spielt eine Vertiefung der Militärbeziehungen zwischen Russland und Nordkorea in diesem Spiel mit dem Feuer? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.